Was ist denn hier los? Fangen wir den Zwerg. Wo versteckt sich der Zwerg? Keine Hindernisse mehr für mich. Die paar Wölfe. Ich habe schon gegen Schlimmeres gekämpft. Wo ist der Zwerg? Schon gut. Kommt raus. Wie war eure Reise? Gute Überfahrt gehabt? Mit der löchrigen Nussschale von der Nebelinsel? Nur das Mädel könnte vorgehen. Ach, die Zwerge. Dass ihr nicht mitgefahren seid. Hättest sowieso nicht das reingepasst. Das sind die Zwerge. Der Kahn war so voll, dass wir fast untergegangen wären. Und nach Fischkacke hat's gestunken. Schnarchnase schläft schon wieder. Mit dem hatten wir echt unsere Sorgen, mit der Schnarchnase. Die mussten wir, das war ein Krampf, den dort zur Hütte hochzutragen. Wie hat es euch hierher verschlagen? Die Geschäfte sind schuld. Schlechte Zeiten, weißt du? Da muss man nehmen, was man kriegt. Brauchen die Leute hier den Landvermesser? Wir haben uns umorientiert. Setzen jetzt auf Wertsachen. Wertsachen? Sie kommen! Versteckt euch! Diebe. Was ist denn los? Du hast uns nicht gesehen. Die Zwerge, wo sind sie? Zwerge? Tu nicht so. Wir sind seit gestern hinter ihnen her, nachdem sie Hochwürden Micheles goldenen Kelch gestohlen haben. Wer Verbrechern hilft, den wird das heilige Tribunal des ewigen Feuers richten. Ah ja. Drohst du mir etwa? Mir gefällt dein Ton nicht, Mutant. Muss ich dir Respekt vor denen lehren, die dem ewigen Feuer dienen? Du kannst es versuchen. Gern. Ich will ihn lebendig. Lebendig! Ach, der hat ein dreckiges Schild. Ich habe schon gegen andere Leute gekämpft. Dich treibe ich quer durch den Wald, wenn es sein muss. Sehr schön. War hier noch ein Bastard mit Schild. Stirb! Stirb, du Bastard! Erbärmlich. Verdammt. Wie kriegt mich noch der Typ mit dem Schild? Das ist mein Kryptonit. Verdammt! Als ob der das... Verdammt! Als ob ich jetzt an dem sterbe. Das ist mein Bossgegner in diesem Spiel. Danischer Soldat mit Schild. Will doch den Zwergen helfen. Ich will ihn lebendig. Lebendig. Da ist noch einer. Ich dachte, den hätten wir schon. Gott sei Schild. Verdammt, Mann.
wird mir noch das Leben kosten. Dreck. Mit den Gedanken und dann das Schildbastarde, die finde ich scheiße. Ich würde so gerne den Zwergen helfen. Im Busch sieht er nichts. Alter, kommst du dir so stark vor mit dem Schild? Ist wahrscheinlich erst in der Rüstung. Stirb, du Bastard! Hinten. Na komm. Sehr gut. Haben wir das. Können wir die Zwerge nochmal wieder sehen? Da ist noch Hexenjäger aufgetaucht. Machen wir es schnell. Geh ich mit der Faust hin. Magie. Ein Ort der Macht. Kleiner Wolf. Ah, Hunde, ja, das ist mein Großkryptonit. Das ist meine Schwäche. Ich brauche ein Pferd. Plötze. Lass uns abhauen, die Hunde, die bringen mich um. Die Hunde wählen Jagd, das war auch. Bestialische Viecher. Mit Hunden und mit solchen Viechern habe ich auch schlechte Erfahrungen. Da ist Teil 1 dann gescheitert. Witcher 1. Was ist denn hier los? Doch auch. Sie werden Hexen verbrennen. Gibt es hier denn schon Hexen? Ach, keine Sorge. Wir werden schon welche finden. Ich meine, so schlimm haben die Schilder. Hexen, falsche Heiler, Talismanhändler und dreckige Anderlinge werden. Sie können nicht angreifen. Wer ihnen Unterkunft gewährt oder sie anderweitig unterstützt, schade. Das ewige Feuer, die gibt's immer noch. Hier ist es sicher.
Ist es erledigt? Ja. Bitte was? Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihm geglaubt. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Ziel ist aber fleißig. Alter Schwede. Das freut mich ja. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Lass es uns ausprobieren. Prüfung bestanden. Eigenschaft freigeschaltet. Radovid hatte viele Fehler. Er war grausam, impulsiv und krankhaft ehrgeizig. Taktisch war er jedoch zweifellos ein Genie. Mit haushoch unterlegenen Streitkräften besiegte er geschickt die Invasoren aus dem Süden. Der redanische Adler nahm den gesamten Norden unter seine Fittiche, auch Novigrad. Nachdem er den Sieg über Nilfgaard errungen hatte, wollte Radovid seine Hexenjagd vollenden. Wie schon in Novigrad brannten die Scheiterhaufen nun im vom redanischen König befreiten Temerien und Edirn. Im Namen der moralischen Erneuerung wurden tausende Kräuterkundler, Weideler, Heiler und Anderlinge der Ketzerei bezichtigt und ermordet. Für viele war die Freiheit unter Radovids Zepter schlimmer als die Unterwerfung. Solange seine Armeen einen Sieg nach dem anderen einfuhren, erwiesen die Untertanen Emir grenzenlosen Gehorsam. Doch als eine Serie von Niederlagen ihm den Nimbus des Unbesiegbaren nahm, da schlug die bisher im Verborgenen wirkende Opposition zu. So wurde der Kaiser, der auf den Grabhügeln seiner Feinde getanzt hatte, nun selbst zur letzten Ruhe gebettet. Viele Skelliger sahen in Svanrik die Marionette seiner ehrgeizigen Mutter. Doch der junge König bewies das Gegenteil, indem er unabhängig von mütterlichen Wünschen mit eiserner Faust regierte. Svanrik war die unablässigen Jarlsfäden leid und beschloss auf Skellige eine absolute Monarchie nach festländischem Vorbild einzuführen. Dies gelang ihm auch, doch zuvor musste er viel Blut seiner Landsleute vergießen. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Geralt wurde endlich sesshaft, im fernen Kovir. Er und Triss schufen sich ein Zuhause, warm und von frischem Kuchenduft erfüllt. Gäste waren stets willkommen, egal zu welcher Uhrzeit. Hin und wieder übernahm der Hexer einen Auftrag. Eher aus Gewohnheit denn aus Not. Als Beraterin des Königs von Kovir verdiente Triss mehr als genug. Happy End. The Witcher 3 White Hunt basiert auf dem Roman von Andrzej Adam Bardowski. Studioleitung. Ausführende Produktion John Mamakis. Regie Konrad Strutowicz. Produktionsleistung Pion. Was auch immer. Polnisch Namen. Gut. Na dann haben wir das Hauptspiel. The Witcher 3 Wild Hunt durchgespielt. Wenn das mal nicht großartig ist. Zwerge auf dem Scheiterhaufen, das ist gar nicht großartig. Das finde ich gar nicht toll. Das ist das einzige Schlechte hier an diesem Ending. Das ist ja. Na, Kaiser ist tot, das ist. Naja, gut.
Geralt ist sesshaft geworden. Mit Ciri, mit Triss. Und Ciri. Ist die neue Hexerin. Und ich bin mal gespannt, wie es bei The Witcher 4 dann weitergeht. Wie wir dann. Wurde schon angekündigt, dass das entwickelt wird. Wie Geralt dann aus dem Sesshaften wieder. Was Geralt dann überzeugt von seiner Sesshaftigkeit mit Ciri wieder ins gute alte Hexerleben zurückzukehren und weitere Abenteuer zu bestreiten. Ja, ich hoffe, es ist noch möglich, dass wir jetzt hier noch die DLCs durchspielen. Werde ich mal schauen, wenn ich bis zum alten Spielstand laden und dann noch weiterspielen. Ich denke, das wird auch so weitergehen. Wir haben jetzt noch einiges an. Ich glaube, das handelt sich um ein paar Sidequests, die man dann noch. Gibt es eine Menge Sidequests, die wir noch machen können oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Müssen wir mal gucken, ob wir noch was machen können. Würde ich gerne noch mit euch machen. Ansonsten, ja, da haben wir Hurensohn Junior. Ansonsten war es doch. Ich meine, wir haben jetzt bestimmt. Das ist jetzt. Haben jetzt an die 100 Parts damit. Das wird jetzt bei. Ich kann mich daran erinnern, den letzten Part, den ich geschnitten habe, der war schon ziemlich aktuell. An dem, das war durch die letzte Aufnahme, die ich geschnitten habe, den letzten Stream. Ich war schon so bei 95, 94, glaube ich, war ich schon irgendwie. Im Dreh. Selbst ohne DLCs haben wir hier schon ordentlich Parts mit voll gekriegt. Stundenweise gespielt. Und ich habe ja manchmal so ein. Ich bin mit den Nebenquests, mit Zeitquests, mit den Nebenmissionen bin ich ein bisschen stiefmütterlich umgegangen. Da habe ich so ein bisschen gesagt, ich gucke jetzt nicht an jedes Aushängebrett und gucke jetzt da mal, sondern ich mache nur so links und rechts von den Hauptmissionen so mal ab und zu mal, wenn am Wegesrand mal jemand steht, der sagt, hey, ich habe eine Quest, dann nehme ich das an. Jetzt am Ende habt ihr gesehen mit den Zwergen. Oder das so, wenn ich mal so nebenher mal ab und zu mal hier die Faustkämpfe in den Städten und so weiter. Also wenn es halt sich irgendwie in die Hauptstory eingereiht hat, habe ich das gemacht, aber bin jetzt nicht extra irgendwo geblieben, um noch irgendwo Sidequests zu machen. Und habe hauptsächlich die Hauptstory gefolgt. Und wenn es das jetzt gewesen sein sollte, bin ich auch damit zufrieden. Da bin ich komplett. Bin jetzt da nicht bei mir. Bei mir müsst ihr euch da nicht die großen Zeitquests erwarten. Und da bin ich. Da bin ich echt nicht der Typ für solche Open-World-Dinger. Selbst dieses Open-World-Spiel habe ich mir relativ linear gestaltet. Versucht zumindest.
Joa. Das war schon, hat mir echt Bock gemacht, muss ich sagen. Also gerade Novigrad und die Stadt dort, wo wir dann, das hat mir echt am meisten Bock gemacht. Es hatte auch genügend Linearität für mich, so dieses, das war die Portion auf Open World, die ich brauche. Das war für mich dieses, wo man da in der Stadt, dass man da auch nebenher so ein bisschen, dass man da dieses Detektivabenteuer, was wir da gemacht haben mit dem, was wir dann irgendwie auch verkackt haben. Also in Novigrad haben wir ja Stunden verbracht in Novigrad. War das Novigrad? Ich glaube ja, das ist die Stadt Novigrad. Ab Kaer Morhen hat man es ja dann mitgekriegt, da war es ja dann. Da ging es ja, da war es ja, da hat man schon bemerkt, es geht aufs Finale zu. Das ist, da haben wir auch noch Stunden drin verbracht, zwei Jahre. Als wir in Kaer Morhen ankamen und die Schlacht und so, dann das, dies, da hat es ja auch noch einiges verzweigt. Das war ja, da haben wir auch noch 5-6 Streams für gebraucht. Das ist ja. Hatte ich dann schon Angst, als er in dem Schloss, also ich hatte ja schon Angst, als das Tutorial fertig hatte, als ich dann nach Velen kam, hatte ich schon gedacht, was sind wir schon im DLC, war ich schon enttäuscht, dass das Spiel vorbei ist, in Part 8 oder so. Es gab natürlich auch so manche ein bisschen verwirrende Sachen, so den Garten auf Skellige, da gab es diesen einen Garten, wo wir dann mit dem Werwolf drin, da habe ich mich ordentlich verlaufen und so weiter, es war ein bisschen nervig. Gab hier und da auch ein paar nervige Missionen, ja, natürlich. Das fand ich ein bisschen langweilig, die Story in dem Garten dort auf Skellige. Das hat sich auch gezogen irgendwie ein bisschen. Vielleicht auch dadurch, dass ich mich dort verlaufen habe. Das war dann auch so ein bisschen. Auch ein Story. Ich hab das auch als storytechnischen Tiefpunkt gesehen. Das war so ein bisschen. Da wurde es ein bisschen. Naja. Da ich dann den Zusammenhang irgendwie nicht mehr gesehen, warum sind wir jetzt hier und das hat jetzt so ein bisschen. Was hilft uns jetzt der Garten auf der Suche nach Ziegel und wo ist das jetzt? Das ist alles so ein bisschen. Was Skellige war auch insgesamt, also dass die Geschichte dort mit dem Typen, der am Ende auf dem Schiff gestorben ist. Mit den Jarls dort, die Wikinger-Story so ein bisschen. Auch echt geil. Die Story echt awesome. Muss ich echt sagen. Und das hat mich jetzt am Ende wirklich nochmal überrascht. Jetzt haben wir ein Schwert namens Zierreihe. Das hat mich überrascht, dass die noch am Leben ist. Ich hätte schon. War schon traurig, dass dieses Ende hier. Ich war schon traurig, dass das Ende so kam. Jetzt haben wir wirklich ein Happy End. Das ist ja mit Trist zusammen und Siri am Leben. Da seht ihr hier die Credits laufen ewig. Ein großes Studio inzwischen. Ja. Ein polnisches Spiel. Inzwischen. Ich glaube, es wird sogar eins der besten, nicht das beste Spiel überhaupt gehandelt. In der Spielewelt.
Ja, ich bin so ein bisschen. Ich bin kein großer Fan von Open World. Ich bin ein bisschen Open World-Hasser. Den Hass auf Open World hat man ganz gut bei mir im Let's Play von. Wie hieß denn das Spiel? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr. Das ist ein Open World Game, wo wir die Menschen von den Bäumen holen mussten und so. Das hat man wirklich bei mir gemerkt, war meinen kompletten Hass auf Open World. Pain hieß das Spiel. Bei Pain habe ich dann irgendwann wirklich sehr schnell die Laune verloren. Ja, aber hier, The Witcher, CD Projekt Red. Großartiges polnisches Studio. Inzwischen so viele Leute hier, wir schweben hier an euch vorbei. In den Credits. Inzwischen wirklich kein kleines Studio mehr und keine Nummer mehr. Und mit Witcher 3 wirklich ein Meisterwerk hingelegt. Bin gespannt, wie Witcher 4 wird. Das werde ich dann wahrscheinlich nicht zu Release, aber ich werde es dann auch irgendwann mal spielen. Wenn es dann mal rauskommt. Ja, wahrscheinlich dauert das auch noch ein bisschen. Das kommt ja wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr raus. Weiß nicht, wie sie das jetzt angekündigt haben. Gibt es da schon Trailer zu The Witcher 4? Ja, ich hab Bock drauf. Der Witcher hat mir Spaß gemacht, auch unabhängig davon. Das war das erste Open-World-Spiel, was mir Spaß gemacht hat. Liebende Erinnerung an Karolina Groschowska. Aha. The Witcher 4, The Last Hunt. Wurde angekündigt. Gibt es wohl schon Trailer zu? She's got a dragon. And the best thing you can do is fight with all you've got. That was a good game. Yeah. Mm-hmm.